So. Dann haben wir eigentlich noch nur noch die Küche und die Vordertür. Aber wenn die Vordertür andauernd bewacht ist, warum komme ich denn da raus? Das macht ja doch gar keinen Sinn, nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Supplade, na stimmt, wir können ein paar Löffel bestimmt holen. Und eines, oh, eine Speiseplan, noch eine Tür. Oh Gott, hatte ich ja Topflappen. Oh, ich krieg die Krise mit dem Spiel langsam. Harvey, guck mal in die Schubladen von dem Besteckzeug. Ein Besteckschrank. Jetzt können wir endlich meine Messerwurfnummer ausprobieren. Muss ich werfen oder bin ich an eine rotierende Zielscheibe gefesselt? Beides gleichzeitig. Ui. Kannst es dir auch aussuchen. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert. Es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's. Besteck. Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Wie soll denn eine Schrapnelllawine aus den Anden hierher kommen? Du spinnst doch wohl. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Oh, große Überraschung. Löffel. Da ist Besteck drin. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ja, wer hat die wohl gemopst? Aber was kann ich jetzt mit dem Messer und der Gabel machen? Nee, halt. Ich esse lieber mit den Fingern. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Köchelt so vor sich hin, nicht? Ja. Mummel. Der kommt mit. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Oh Mann, so langsam gehen mir aber die Ideen aus. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein! Okay, dann wird das gleiche mit der Spüle sein, wie mit dem Rest auch. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Mit was? Hey! Mit Harvey? Asbestbeschichtete Topflappen. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Moment. Gibt's da noch eine Reihe? Okay, ich kann also mehr tragen als gedacht. Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frottee. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfannentücher. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frottee. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's? Nein, meine Hände sind gerade richtig schmutzig. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Oh, aber ja. Noch ist der Plan leer. Nein. Warte mal, da könnte ich doch aber bestimmt was dran kritzeln. Wo ist denn... Ja. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier aber noch ist... What the fuck? Senf, Ketchup... Nehme ich alles mit. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Ketchup dient nur als Dekoration. Hi Ketchup. Hi Edna, alles Tomate? Aber Logen, Digga. Hast du Hunger, Harvey?
Irgendwie nicht. Es fühlt Senf. E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Was? Wieso für die Bundeswehr? Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? So, kann ich jetzt Senf und Ketchup missen? Einmal Hotdog mit ohne Zwiebel und mit ohne Wurst. Im Brötchen? Nee, mit ohne, so auf der Hand halt. Ketchup E001. Ketchup, Ketchup. Ketchup, Ketchup. Noch eine Pinnwand. Nein, nicht die Topflappen. Liebend gern. Aber die Pinnnadeln sind alle. Guck mal, Harvey. Eine Pinnwand. Yippie. Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Echt jetzt? Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich will nichts veröffentlichen. Also die Tür gehe ich noch lange nicht raus. Dann haben wir hier hinten noch eine. Ach, wo sind die ganzen Patienten, ganz ehrlich? Alter! Wartet mal, aber ich habe gerade gesehen, hier ist ja noch ein Aushang. Was steht da denn dran? Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Der Aushang spricht für sich. Nein, die Info ist höllenwichtig. Das klappt so nicht. Hä? Wie, das klappt so nicht? Na, das steht auf diesem Aushang. Hier unten, das klappt so nicht. Seltsames Statement, ohne jeden Informationsgehalt. Kann ja nicht jeder so viel Sagenswertes zu sagen haben wie wir. Genau. Einmal was dran malen. Okay. So, wieder der nächste Raum. Und dann können wir ja wirklich nur noch versuchen, rauszugehen. Machen wir mal schnell Vorlauf. Siggi, C.G. Jung und ein hässlicher Mann. Das ist doch Dr. Marcel. Ein Türschild. Da ist draußen. Was hältst du von Siggi, Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Oh oh, wie viel ist es denn? Zwei Kötel? Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Dr. Siggi Freud. Danke, Siggi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die. Sonst gebt ihr Siggi paar Watschen hinter die Gorschen. Der war gut. Paar Watschen hinter die Gorschen. Nein, ich will Herrn Freud nicht nehmen. Siegmund lässt sich nicht benutzen. Von niemandem. Vielleicht lässt er sich aber bekritzeln. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. Aber warum? Ich habe mal geträumt, die Polizei würde nach mir suchen. Ich habe mich unter einem weißen Laken versteckt, bis ich mich selbst nicht mehr wiederfand. Oh, 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 Edna. Oh, oh, oh. Gibst du mir eine Unterschrift, Siggi? Für die immer noch erfreut. Ja, ich bin auch sehr erfreut, Mann. Herr. Hermann? Herr Freud. Herrje. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Messer. Ich war frei und konnte alles zerstechen und zerhacken, was ich nur wollte. Das war ein schöner Traum. Du hast ein bisschen Gätsappen. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend.
Buh rufe. Dann war alles rot und dann weiß. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Uhu. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Dann schlafe ich ja noch ein, wenn es immer bei mir ist. Ich spüre seinen hypnotischen Traumblick. Hui. Aber C.G. Jung sagt mir überhaupt nichts. So, Dr. Marcel, hm? Was hältst du davon, Harvey? Pfui. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Und trotzdem immer noch ein hässlicher Mann. Buh! Ich brauche es nicht. Ich traue mich nicht, das anzufassen. Aber vielleicht kannst du es ausmalen. Hier. Idiot. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Okay, was steht denn am Türschild? Was hältst du davon, Harvey? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Oh ja. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Ei, hardcore. Das Schild ist mit fußnagelsicheren Schrauben befestigt. Das Schild ist... Ja, aha. Okay, sehr informativ. Komme ich jetzt aber trotzdem hier rein? Was soll? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Nein, bitte nicht. Ich will nicht zur Gruppentherapie der Spieleentwickler. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Sei doch nicht so unhöflich, alte Schabracke. Pah, wer braucht die schon? Genau. So, wurde zwar gerade gespeichert, ich speichere aber trotzdem nochmal. So, dann bleibt uns ja eigentlich nichts mehr anderes übrig. Uns einsperren? Nee, nicht einsperren, hier rausgehen, rauszugehen. Aber wir haben ja gehört, das wird eigentlich bewacht. Aber wenn es bewacht wird, hoffe ich, dass mir am Ende nicht mein ganzes Zeug weggenommen wird. Und warte mal, könnte ich mit dem Messer nicht die Schlösser knacken? Na gut, hier versuchen wir mal rauszugehen. Freiheit? Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich bin nur zu Besuch. Ich bin doch der Neue. Ich bin gar nicht da. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Echt? Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Ja. Du bist nur zu Besuch. Ja. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Oh, Scheiße. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen?
Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Schöne Scheiße. Das habe ich wohl vermasselt. Ja, ich glaube auch, Edna. Aber wo sind wir hier? Puzzleteile, die Tür. Oh, der Drogelbecher! Der Alumann, ein Regal. Wir gehen das nochmals gucken. Ah, hier sind wir. Wer bist du denn? Oh, ein Professor. Pflanzen, Puckel. Also keine Lampe. Fernseher, noch eine Topfpflanze. Ein Stuhl. Lichtschalter. Was passiert, wenn ich ausmache? Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Aus. Ich kann nun wirklich nicht mit jedem Lichtschalter reden. Habt ihr eine Ahnung, wie teuer dadurch die Sprachaufnahmen wären? Keine Chance. Der ist mit Schmackes in die Wand zementiert worden. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Nein, echt? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Ich glaube, du hast eher nicht alle in der Laterne, Mäuschen. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold! Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Pflanzen. Na, Harvey, willst du auch noch fressen? Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Was gibt's Neues in der Flora? Nichts, Frohle. Prickeldifrum. Wie bitte? Ach ja, ich vergesse immer, dass ich gar kein Pflanzisch verstehe. Warum versuchst du es dann zu reden? Lieber nicht. Ich habe den braunen Daumen. Diese Pflanzen sind eigentlich ziemlich nutzlos. Was mache ich denn aber mit der Topfpflanze? Was hältst du davon, Harvey? Und ich dachte, du... Ich esse immer das, womit ich... Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Ich habe keinen Fensterplatz in meinem Nachthemd mehr frei. Und den Fensterplatz in meinem Herzen hat Harvey. Von dort spucke ich auf vorbeikommende Passanten. Tja, vielleicht kann ich ihr Kunststücke beibringen. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Mhm. Ich würde ihn ja nehmen. Aber ich will nicht, dass die ganzen Talkshows in meine Tasche siffen. Kannst du auch einfach nur ausschalten. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Was musst du denn da wissen, wie es ausgeht? Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Hallo? Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Warum sollte ich denn eine Velociraptor sein? Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen.
Was machst du da hinten? Ich betreibe Nachforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört! Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ja? Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Ja. Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Ich darf jetzt echt umschalten? Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dr.Dummerchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Okay. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ja. Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Menschhybriden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Du hast ein bisschen zu oft Jurassic Park gesehen, Oinky, oder? Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene für mein geheimes Brutprogramm, wenn du verstehst. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Mhm. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Jetzt kann ich umschalten, hat er ja gesagt, ne? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Okay. Aber Freunde, ganz ehrlich, ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück ins Hauptzimmer und quatschen in der nächsten Folge mit Drogelbecher, dem Alumann. Und wir können aber jetzt schon noch mal kurz gucken, was hier hinter der Tür wäre. Löffel fehlen noch. Eine Tür, noch eine Tür. Und sonst geht's hier nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns dann in der nächsten Folge hier um. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, schaltet am besten wieder ein, wenn es heißt, Edna bricht aus. Ansonsten sage ich nur noch ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.